Es gibt einige kluge Menschen, und er denkt, er wäre schlau, nicht klug, weil klug ist er nicht. Er denkt, er wäre Schlaumeier. Ja? Er sagt, ich kann das aushalten. Ich kann Hölle aushalten. Mir wird Hölle nicht schaden. Solche Verleumderer und Verharmloser gibt es. Wir sagen, wir werden dich prüfen, ob deine Aussage ehrlich ist oder nicht. Wir werden jetzt hier ein Feuer anzünden, Holz bringen. Tu eine Minute deine Hand rein. Dann ich glaube dir, dass du hast keine Angst vor Feuer. Nur ein Geisteskranker würde diesen Vertrag eingehen und sagen, okay, ich tue meine Hand rein. Oder ein Kind, der noch nicht weiß, was ein Feuer bedeutet. Wenn du siehst, guck, diese kleine Baby vorhin, was hier war, wenn du siehst, er läuft zum Feuer, wirst du anschauen, dass die reinfällt ins Feuer, oder würdest du die stoppen? Antworte. Warum? Weil du weißt, welche Übel dieses Feuer diesem Kind schaden kann. Aber das Kind weiß nicht. Deswegen, wenn die Eltern sehen, das Kind läuft zum Gefahr, die verhindern das. Das Kind begreift das noch nicht. Aber die Eltern wissen das. Deswegen, die verhindern ihm, diesen Übel nicht zu kommen. Wenn du siehst, ein Kind, ein Baby, sitzt neben einem Löwe, ist dieses Baby mutig oder weiß nicht, in welchem Gefahr das Baby sich aufhält? Antwortet, weiß nicht, aber die Eltern wissen. Deswegen, die retten ihn vor diesem Löwe. Wenn du siehst, eine hochgiftige Schlange, kommt zu einem kleinen Baby, und das Baby bleibt dort sitzen, ist das Baby mutig oder weiß nicht, was diese giftige Schlange ihm anrichten kann? Genauso die Kuffar, die sagen, ich bin mutig, die ist genauso wie dieser Baby, der sagt, ich kann neben einem Wolf schlafen. Hat keine Ahnung, was ihm das anrichten könnte. Aber jeder, der Verstand hat, der sagt, nee, neben einem Bär, neben einer Löwe, neben einer giftigen Schlange kann ich nicht schlafen. Der wird mir schaden. Und genauso Jahannam schadet dem Menschen. Das ist nicht mutig. Das ist kein Mut. Deswegen, wer so redet, denkt ja nicht, er ist mutig, sondern er ist dumm. Und er hat das selber zugegeben, indem er sagt, hätte ich nur zugehört und meinen Verstand benutzt, so wäre ich heute nicht von den Insassen der Hölle. Ja,